Es ist wieder soweit. Eine neue Ausstellung wurde in der Städtischen Galerie in Lehrte eröffnet. Diesmal stellte die Künstlerin Mirjam Nemetschek unter dem Titel Irgendwo anders ihre 41 Kunstwerke aus. Ja, mein Name ist Mirjam Nemetschek. Ich bin geboren in Frankfurt am Main, aufgewachsen teilweise in Bremen und in der Nähe von Mainz. Habe studiert in Mainz Bildende Kunst und Germanistik und bin seit 2 Jahren hier, weil ich einen Job an der Uni habe mit einer halben Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Malerei und Grafik und die andere Hälfte der Zeit im Atelier verbringe. Stefanie Schulz hat meine Bilder beim Zinnober gesehen und dann mich angesprochen, als hier was frei war. Und auch relativ kurzfristig, ich glaube, das war dieses Jahr irgendwann, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres. Und dann haben wir das festgemacht, genau. Also ich war schon immer im Kindergarten, wo dann immer die anderen dazu kamen und irgendwie nachgemalt haben. Die Entscheidung, das dann wirklich zu machen, die war ein bisschen langwieriger, weil ich einfach dachte, ich will mir auch den Spaß nicht dran nehmen lassen und hatte so ein bisschen Angst vor der Konkurrenz oder vor diesem Leistungsdruck und habe erst noch was anderes studiert und dann aber mit Kunst angefangen. Ich glaube, wenn es jetzt nicht die Kunst wäre, dann wäre es vielleicht die Literatur geworden oder irgendetwas anderes. Aber die Kunst war naheliegend, weil es das war, was ich einfach am besten konnte. Und dass ich mich ausdrücken wollte, das war für mich, stand fest. Und die Kunst war das, was mir so mitgegeben wurde. Ja, also die Bilder waren erster oder die Bilder sind im Grunde ja immer da, seit ich jetzt viel arbeite, gibt es in der Entwicklung die Malereien oder zunächst waren es Zeichnungen und dann bin ich über die Collage immer weiter zur Malerei gekommen und über kleine Formate immer mehr zu großen. Viel geht aus von Reiseerfahrungen, also viele Bilder, die jetzt hier in den Bildern drin sind, wenn es Collagen sind, sind selbst fotografierte Orte von unterwegs sozusagen und in dem Titel, was mir gefällt, steckt so dieses Unterwegssein und aber auch der Bezug zu dem Hier. Also irgendwo anders heißt ja schon, dass es nicht hier ist und meint auch, also beinhaltet schon gleich so diese zwei Pole, um die es mir immer geht, die ich spannend finde oder die ich so sehr zentral fand hier für die Ausstellung oder für die gesamte Reihe jetzt, dass ich den Titel ganz passend fand. Uns interessierte natürlich auch, was Frau Nemetschek anderen Menschen mit ihren Bildern vermitteln möchte. Ja, letztendlich ein Stück Weltanschauung, wie es wahrscheinlich jeder Künstler will. Und vielleicht auch, dass so diese Pole dazugehören, dass das eine immer die Suche ist und das in die Ferne schweifen und das sich auf den Weg machen und das andere der Wunsch ist, sich auch niederzulassen oder etwas sich habhaft zu machen und irgendwo zu sein. Und dass das so zum einen diese Figuren sind, die sich ganz vertiefen in etwas, die völlig im Moment sind. Und das andere mit den Bergen und mit diesen Reiseausschnitten und mit der Ferne, so mit dieser Sehnsucht, mit dem Fernweh, dass das genau dieser andere Pol ist, der einen sich immer wieder auf den Weg machen lässt. Die Ausstellung Irgendwo anders läuft noch bis zum 23. Januar 2011. Besucher haben also noch genug Gelegenheit, sich diese beeindruckende Ausstellung anzuschauen.